Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute meine Neuzugänge im letzten Monat vorstellen. Ich dachte tatsächlich, ja, das wird gar nicht so viel, aber das hat sich dann doch recht schnell noch geändert. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr meinen Kanal für noch mehr buchige Videos abonniert. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit den Büchern, die im April bei mir eingezogen sind. Ich habe es ja vorweg schon ein bisschen angekündigt. Eigentlich dachte ich, der April würde so aussehen. Das wären meine Neuzugänge und eigentlich, ja, könnte ich mir das Video fast auch sparen. Ich hatte sogar überlegt, dass ich den April und auch noch den März zusammen vorstelle, weil meine Neuzugänge im März habe ich euch ja gar nicht gezeigt. Aber dann kam Ende April noch ein sehr großes Päckchen, aber die Geschichte dazu erzähle ich euch gleich. Erstmal stelle ich euch diese vier Titel vor, die ich dachte, ich stelle sie euch einfach nur so vor. Und zwar ist bei mir als erstes Alice im Bann der Herzkönigin eingezogen. Und zwar bin ich nämlich jetzt im Mai wieder ein Teil der Disney-Woche vom Carlsen Verlag. Das ist ja schon ein bisschen Tradition, da bin ich schon eine ganze Weile immer wieder mit dabei, denn es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, diese Bücher in Szene zu setzen. Ich verkleide mich nämlich auch mal ganz gerne und schminke mich passend zum Titel und das passt einfach bei diesen Disney-Büchern immer wie die Faust aufs Auge. Diesmal bin ich ja in die Rolle der Herzkönigin geschlüpft, denn in diesem Buch, das ist ein Teil der Twisted Tales, geht es ja um Alice wieder, die jetzt 18 Jahre alt geworden ist und sie hat zahlreiche Hobbys in ihrem erwachsenen Leben quasi und sie entwickelt gerade Fotos und entdeckt jetzt auf diesen Fotos die Abbildungen von unter anderem der Herzkönigin. Daraufhin entschließt sie sich dann quasi nochmal ins Wunderland zurückzukehren, denn es stehen natürlich einige Konflikte noch bevor, die ungelöst sind bisher. Wie das Ganze ausgeht, das lest ihr dann hier. Das ist quasi nochmal eine Weitererzählung der bekannten Disney-Geschichte, aber mit den, ja, alten und liebgewonnenen Figuren. Dann sind bei mir im April auch die drei neuen Titel von Eden Books eingetroffen. Also ich bekomme ja immer jeden Monat die Neuerscheinungen von Eden Books, um sie euch dann vorzustellen. Die für Mai kamen Ende April schon bei mir an. Und zwar ist das einmal Ostseeglück von Stefanie Eden. Wie passend. Sie erzählt von ihrem Neubeginn zwischen Bienen, Völkern und Rapsfeldern. Dann ist auch ein neues Modebüchlein erschienen. Diesmal geht es um Prada. Da sind ja schon zwei andere, einmal Gucci und einmal Chanel erschienen. Jetzt geht es mit Prada weiter. Genau. Und das dritte Buch ist von Gabi Schenkel, Solo auf See. Und die Autorin erzählt davon, wie sie als Frau über den Atlantik rudert und ja, die Kraft der Einsamkeit für sich entdeckt. Wie gesagt, diese vier Bücher, also diese drei plus Alice im Bann der Herzkönigin, dachte ich eigentlich wären meine einzigen Neuzugänge. Aber nein, das waren gar nicht meine einzigen Neuzugänge. Ich habe tatsächlich noch ein E-Book-Test gelesen. Das kann ich euch aber noch nicht verraten. Also das war quasi auch noch ein Neuzugang. Und dann habe ich noch ein E-Book vorab gelesen. Und zwar von Sophia Farago, ein Bild von einem Mann. Das ist Band 2 von den Regency Heroes. Also das geht so in die Richtung Bridgerton. Ich habe den ersten Teil schon verschlungen, mochte den sehr, sehr gerne. Und ja, fand das total klasse, jetzt auch den zweiten Band zu lesen. Da kann ich euch aber das Print nicht zeigen, weil, wie gesagt, da habe ich nur das E-Book gelesen. Und den Reader hochzuhalten, das wäre irgendwie nicht so charmant. Aber dann kommen wir jetzt zur Geschichte meiner Bücherkiste. Genau, ich habe im April eine Kiste mit Büchern bekommen. Und zwar muss ich dazu ein bisschen ausholen. Tatsächlich habe ich im April eigentlich unglaublich viel aussortiert. Ich habe mich im April entschlossen, ich möchte ein Regal weniger hier in der Wohnung haben. Also eigentlich habe ich diese Entscheidung schon etwas früher getroffen, aber ich habe mich immer so ein bisschen davor gedrückt, sie auch umzusetzen, weil das bedeutet, dass ich einige hundert Bücher aussortieren muss. Also ja, ich kann nicht ein Regal quasi wegtun und dann die restlichen Bücher auf das verteilen, was ihr noch hinter mir seht. Das passt einfach platztechnisch nicht. Also hieß es dann aussortieren und irgendwie hat es mich eines Tages gepackt und ich habe angefangen und ich habe wirklich aussortiert wie, ja, wie schon lange nicht mehr, sagen wir mal so. Ich sortiere ja immer mal wieder aus, aber dann sind das so 20, 30, 40 Bücher und jetzt waren es halt wirklich Hunderte. Also ich glaube, ich habe um die 300, 400 Bücher aussortiert und das merkt man hier jetzt hinter mir nicht. Aber ich habe tatsächlich geschafft, ein gesamtes Regal zu eliminieren und bin unglaublich stolz darauf. Ich habe dazu dann auch eine kleine Verschenkaktion über Instagram gestartet und ja, bin einfach total zufrieden, dass ich das so gut gemeistert habe.
Jedenfalls, ich habe sehr viele Bücher aussortiert und dann hat mich eine liebe Bekannte gefragt, ja, ich war in einer Jury für einen Buchpreis und ich habe jetzt sehr viele Bücher hier zu Hause, die ich gerne verschenken möchte. Hättest du Lust, ja, da mal durchzuschauen und ja, dir ein paar Bücher auszusuchen? Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Ich habe mir natürlich, ja, die Bücher angeschaut, die sie da so zu Hause hatte, denn ja, es waren einfach auch bei ihr extrem viele. Und ich habe mir da ein paar ausgesucht. Dann hat sie gesagt, okay, schicke ich dir. Und dann kam Ende April ein sehr großes Päckchen bei mir an. Das ist auch schon arg auseinandergefallen. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt gewesen, dass die Bücher noch komplett unbeschädigt waren. Und es ist wirklich an der Seite schon aufgeplatzt. Und genau, ich habe dann reingeschaut und da waren dann halt zu meinen Wunschbüchern zusätzlich noch einige mehr drin. Also quasi Überraschungstitel, die sie dann halt einfach noch dazu gepackt hat, wo sie meinte, ja, schau mal durch, ob dir das gefällt, ob du es vielleicht dann auch ja, behalten oder vielleicht auch verlosen oder verschenken möchtest. Und ja, ich habe noch nicht alles durchgeguckt, muss ich gestehen, aber ich habe das jetzt hier alles mal gestapelt und möchte es euch wenigstens mal vorstellen. Das hier ist quasi nur der Anfang. Ich habe noch gar nicht durchgezählt, wie viele es sind. Ich schätze so um die 20 Titel. Ja, und 20 Titel sind für mich doch dann auf einen Schlag auch schon sehr viel, wenn ich sonst vielleicht ja, 15 bis 20 Neuzugänge in einem ganzen Monat habe und das jetzt quasi auf einen Schlag geschenkt bekommen habe. Ich würde vorschlagen, ich stelle euch die alle stapelweise vor, weil jetzt hier einzeln Titel um Titel hochzuhalten, das ist extrem mühselig. Deshalb ja, fange ich mit diesem Stapel mal an. Und zwar beginnt das mit Hey June von Sonja Rüther. Habe ich persönlich noch nichts von gehört, aber ist ein Liebesroman von Knauer. Ich finde das Cover ganz niedlich. Und ja, es geht darum, dass Leas Leben eigentlich gar nicht besser laufen könnte. Sie hat einen Antrag von ihrem Freund bekommen, aber ja, sie müsste nur noch Ja sagen. Allerdings weiß sie gar nicht, ob sie das eigentlich möchte und sie begegnet einem Fremden und der sieht in Lea die Hilfe, auf die er verzweifelt gewartet hat. Und der Komponist gewinnt sie für eine kreative Zusammenarbeit und schon bald verbindet die beiden mehr als nur die Liebe zur Musik. Das klingt doch sehr, sehr niedlich. Dann ist eingezogen von Anne Goldberg Only One Letter. Auch davon habe ich noch nichts gehört. Jedenfalls geht es um Liz und ich lese hier, Panikattacken begleiten ihr Leben. Ja genau, und dann begegnet sie Nate und die beiden beginnen sich zu verlieben, aber auch er hat seelische Narben und Wunden. Ja, ich glaube, wir können uns alle denken, in welche Richtung das geht. Wie gesagt, habe ich auch noch nichts von gehört. Klingt wie klassischer Liebesroman mit viel Herzschmerz. Dann aber tatsächlich, ich sehe hier eines meiner Wunschbücher. Und zwar, Moment, von Julie Birkland. Northern Love, da habe ich ja den ersten Band gelesen, fand ihn total klasse, aber habe mir bisher die Folgebände einfach noch nicht angeschafft. Ja, keine Ahnung, warum auch immer. Jedenfalls, ich habe bei meiner Bekannten auf dem Stapel auch dieses Buch gesehen und da war klar, das möchte ich unbedingt haben, denn ja, ich möchte die Reihe weiterlesen. Und das ist tatsächlich jetzt der dritte Band, glaube ich schon. Also es bedeutet, mir fehlt nur noch der zweite, das ist jetzt nicht mehr so viel. Genau, und das ist so typische Kleinstadt-Liebesgeschichte, also Redwood Love, Lily Lucas, Green Valley, so in die Richtung geht das und das mag ich total gerne, deshalb freue ich mich schon sehr darauf, die Reihe dann jetzt auch weiterzulesen. Also ich werde mir erstmal Band 2 besorgen, dann habe ich Band 3 schon zu Hause. Dann ist eingezogen durch das Paket Liebesbriefe an das Leben von Karin Lindberg, habe ich persönlich auch noch nichts von gehört. Genau, es spielt tatsächlich irgendwie in Lüneburg und Berlin. Es geht um Maya und einen Neuanfang. Also ich denke mal, eine kleine Familiengeschichte oder ja, Liebesgeschichte natürlich auch. Und wahrscheinlich eher klassischer Liebesroman, wenn ich mir das Imprint angucke. Genau, habe ich aber auch noch nichts von gehört, war im Paket. Dann von Ella Lindberg, Du bringst mein Chaos durcheinander. Ich muss ja sagen, habe ich auch noch nichts von gehört, aber ich finde diesen Titel total charmant. Das ist mal was anderes, total cool. Wo die Liebe hinfällt, ist das Chaos perfekt. Josephine wird von ihrem Freund sitzen gelassen und stellt dann einen Artikel über Ordnungsliebe online und wird total missverstanden. Plötzlich gilt sie als Expertin fürs Aufräumen. Das finde ich gut. Ich glaube, den lese ich ganz bald. Das klingt irgendwie lustig, zumal ich finde Aufräumen selber ziemlich klasse.
Genau, und dann ein Titel, den ich mir gewünscht habe, und zwar von Jana Wusen, Unser Weg nach Morgen. Es ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass ich von der Autorin ein Buch gelesen habe. Das dürfte auch jetzt einige Jahre her sein. Aber ich mochte damals ihre Liebesromane sehr, sehr gerne. Habe sie dann irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, und freue mich jetzt einfach drauf, wieder ein Buch von ihr zu lesen. Ich dachte, das ist doch die perfekte Gelegenheit, als ich das Buch auf den Stapeln dort entdeckt habe. Und damit sind wir dann mit dem ersten Stapel tatsächlich schon durch. Ich gehe ganz fix den zweiten Stapel fertig machen. Der zweite Stapel mit Büchern ist zum Vorstellen da. Und zwar beginnen wir mit Ella Lindberg. Das Leben braucht mehr Schokoguss. Habe ich tatsächlich auch noch nichts von gehört. Diesen Satz werdet ihr wahrscheinlich noch ein paar Mal hören. Es geht um Schokolade, Schweizer Berge, große Gefühle und Figuren mit Humor und Tiefgang. Denn Schokolade ist auch keine Lösung. Diesem Satz stimme ich unumwunden zu. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Schokolade, Süßkram und dererlei Leckereien. Jedenfalls klingt doch ganz niedlich. Ich denke mal, schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Und damit kommen wir dann tatsächlich auch schon zum nächsten Band, Titel. Und zwar von Maike Werkmeister, Der Wind singt unser Lied. Ich habe von Maike Werkmeister schon zwei Bücher gelesen. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, aber ich dachte, als ich diesen Titel auf dem Stapel gesehen habe, das ist doch eine gute Gelegenheit, mal wieder was von der Autorin zu lesen, und ich freue mich drauf. Es geht natürlich wieder an die Nordsee und es ist ein Wohlfühlbuch und ein Sommerroman, und ich finde, das passt doch sehr gut für die anstehenden Sommermonate. Werde ich auf jeden Fall lesen und ich freue mich sehr drauf. Dann auch ein Wunschtitel, und zwar von Nele Blom, Wie das Leuchten von Bernstein. Das steht tatsächlich schon eine ganze Weile auf meiner Wunschliste, und da fand ich es auch sehr cool, als ich es auf dem Stapel entdeckt habe, weil das bedeutet, es kann von meiner Wunschliste runter. Auch hier geht es wieder ans Meer, es ist eine Liebesgeschichte. Maries Verlobter Jan verschwindet mal eben nach Südostasien für einen Selbstfindungstrip. Marie ist davon sehr vor den Kopf gestoßen und sie flieht auf ihre Heimatinsel Hiddensee ins Reddach-Hotel von Oma Gertrud, und dort trifft sie ihre Jugendliebe wieder. Wie könnte das anders sein? Sicherlich können wir uns alle denken, wie es weitergeht, aber ich freue mich schon auf das Buch. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Auch das klingt nach einem sehr schönen Sommerroman. Dann war in dem Paket von Isabel May Wir zwei in diesem Augenblick. Ich muss ja sagen, das war wieder ein Überraschungstitel, den habe ich mir nicht gewünscht. Aber ich finde das Cover hier unglaublich zauberhaft. Die Farben haben mich total angesprochen. Ich bin ja da sehr leicht zu beeindrucken, sage ich mal. Also das trifft genau meinen Geschmack. Es geht darum, dass ein einziger Augenblick alles verändert. Anna und Max haben sich auf einer Party kennengelernt und sie sind scheinbar unzertrennlich. Und sie sind viel zusammen unterwegs, doch plötzlich liegen die Träume von ihrer gemeinsamen Zukunft in Scherben, weil ausgerechnet eines von Max' Fotos alles zerstört hat. Ja, das klingt hochdramatisch und herzzerreißend. Ich denke, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, denn das Cover spricht mich echt richtig, richtig an. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr vielleicht eines dieser Bücher, die ich euch hier vorstelle, schon gelesen habt, wo ihr sagt, hey Ramona, liest das unbedingt ganz bald. Genau, schreibt mir das gerne in die Kommentare, denn es sind einfach so viele. Ich glaube kaum, dass ich da, demnächst eine anständige Auswahl treffen kann oder Reihenfolge festlegen kann, wie ich die lese. Ich muss sagen, das ist ja schon jetzt einfach nur eine krasse Flut. Ja, jedenfalls kommen wir zum nächsten Buch. Und zwar wäre das wieder ein Wunschtitel, Wenn die Hoffnung erwacht von Lilly Beck. Lilly Beck ist auch so eine Autorin, da habe ich vor Jahren mal jedes ihrer Bücher verschlungen und dann irgendwie nicht mehr, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich die Autorin immer so aus dem Augenwinkel weiterverfolgt. Ich weiß, dass sie Bücher veröffentlicht hat, und das ist eines davon. Und als ich das auf dem Stapel gesehen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, wie cool, Lilly Beck, das möchte ich lesen. Und genau, das ist also eine historische Geschichte. Also es ist jetzt kein zeitgenössischer Liebesroman, sondern spielt 1947. Und es geht natürlich um die Liebe. Und ja, das werde ich auf jeden Fall lesen. Ich freue mich schon sehr drauf. Und jetzt ist mein Stapel, also mein kleines Teilstäbelchen, schon wieder vorgestellt. Und ich gehe mal ganz fix den nächsten Stapel holen. Und der nächste Stapel ist da.
Und zwar beginnen wir mit Lea Melcher, aber vielleicht wird auch alles gut. Als ich dieses Buch entdeckt habe, wusste ich sofort, das möchte ich haben. Das war ein absolutes Wunschbuch. Das steht schon eine ganze Weile auf meiner Wunschliste, weil die Autorin nämlich hier auch psychische Erkrankungen thematisiert. Also es geht konkret um Angst und auch um Depressionen und das hat mich gleich interessiert. Ihr wisst ja, ich mag diese Themen, klingt irgendwie komisch, aber ich finde es gut, wenn diese Themen in Büchern aufgegriffen werden und ich bin immer sehr neugierig, wie die Repräsentation ist. Also ist das eine Aneinanderreihung von Klischees, ist das eine authentische Darstellung? Sowas in der Richtung. Und hier wird es mit einer Liebesgeschichte kombiniert, aber auch nicht auf die Art und Weise von wegen, da muss nur die große Liebe kommen und schon ist alles irgendwie wieder repariert. Ich muss sagen, dieses Buch habe ich aus dem Karton gezogen. Ich habe es wirklich ja quasi sofort gelesen. Also das war jetzt im Mai mein zweites Buch, was ich gerade beendet habe. Also ist noch ganz frisch. Und es ist ja ein besonderes Buch. Also es ist ein bisschen anders, als man es erwartet und ich muss sagen, ich habe sehr mit der Protagonistin mitgefühlt. Das war eine ziemlich coole Art, ja, eine Liebesgeschichte zu erzählen, muss ich sagen. Man kann das irgendwie kaum beschreiben, ohne zu spoilern, muss ich sagen. Aber wenn ihr euch für Liebe und auch mentale Gesundheit in Büchern interessiert, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Es ist ein besonderer Titel mit einer besonderen Atmosphäre. Genau, und ich habe mich sehr gefreut, dass der in meinem Überraschungspäckchen dabei war. Dann war im Päckchen Weiter als der Ozean von Karen Ashley. Das war tatsächlich auch ein Überraschungstitel. Ich weiß eigentlich gar nichts darüber. Das ist der zweite Band der April in Storm Trilogie. Ja, ich würde mal sagen, ich schaue es mir an. Es macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, das Buch zu lesen, wenn ich Band 1 nicht kenne. Ich weiß nicht, ob die zusammengehören. Da muss ich mich nochmal informieren. Aber das Cover mag ich. Das passt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Dann war dieses Buch im Überraschungspäckchen. Und zwar Like Water in Your Hands. Ich bin ziemlich gespannt, denn dieses Buch stand auch auf meiner Wunschliste lange, lange Zeit. Ich habe es auf Instagram sehr häufig gesehen und ja, bin jetzt echt gespannt, wie das Buch ist. Es geht um die 19-jährige Ava, die für ein Studium nach Wien gezogen ist und ja, sie verliert sich in ihrer Kunst und meidet den Kontakt zu anderen, aber das ändert sich, als sie Tarek trifft, der vom ersten Augenblick an nie gekannte Gefühle in ihr weckt. Ich bin gespannt. Das ist bestimmt ein typisches Lux-Buch und Lux ist ja genau mein Fall. Also das ist gar nicht abwertend gemeint. Deswegen, ich freue mich. Dann ist Fighting Hard for Me von Bianca Josivoni bei mir eingezogen. Ich muss sagen, ich habe diesen Band tatsächlich nie gelesen. Also ich kenne die Vorgänger, aber diesen Band nicht. Um das zu ändern, dachte ich, ich wünsche mir das Buch und gucke mal, wie es mir gefällt. Also das war auch echt ein Wunschbuch, das hat genau meinen Geschmack getroffen. Dann war im Päckchen von Maiken Brate Tilda. Ich muss sagen, habe ich noch nichts von gehört, keine Ahnung. Es geht um Susanna, die um Anna trauert. Und dann muss Susanna aber entdecken, dass es im Leben von Anna eine Tilda gab. Da geht natürlich ihre Welt unter. Ja. Ich kenne weder die Autorin noch den Titel. Ich glaube, ich würde es mal anlesen, um zu gucken, ob es meinen Geschmack trifft. Also ja, mal schauen. Kenne ich nicht. Dann ein weiterer Wunschtitel war Ever von Nicola Hotel. Ich habe von der Autorin bis jetzt noch nichts gelesen, aber es steht tatsächlich etwas von ihr auf meinem Sub oder liegt da. Also mein Sub steht da oben im obersten Regalfach, also eigentlich es steht. Aber tatsächlich möchte ich dieses Buch schon eine ganze Weile lesen, weil ich finde das Cover einfach schön hier mit dem Papiervogel und es hat auch eine ganz interessante Haptik, muss ich sagen. Ja, das ist eine zweibändige Reihe und ich freue mich schon drauf, es ganz bald zu lesen. Jedenfalls, damit sind wir dann tatsächlich mit diesem Teilstapel schon wieder durch und ich hole mal den nächsten. Ja, da kommt noch ein bisschen was. So, da ist schon der nächste Stapel Bücher. Und zwar geht es los mit, Moment, diesen beiden Titeln Step Into My Heart von Maren Vivian Hase. Wenn ihr auf Instagram, insbesondere Bookstagram unterwegs seid, dann werden euch diese Cover sicherlich schon begegnet sein. Also mir auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die Bücher daraufhin nie angeschafft habe. Ich habe sie immer im Auge gehabt und ja, als ich sie dann auf dem Stapel gesehen habe, dachte ich so, ja, du könntest es ja mal versuchen. Also habe ich sie mir gewünscht und sie waren tatsächlich in meinem Päckchen drin.
Also ich bin ja meistens bei so gehypten Büchern immer so ein bisschen vorsichtig, weil, naja, Hypes und Bücher, sie kommen und gehen, aber man kann es ja mal versuchen. Ich versuche diesen Hype-Titeln immer mit nicht so vielen Erwartungen entgegenzutreten. Also nicht zu denken, boah, das wird der mega krasse Jahresbestseller meiner persönlichen Leseliste, sondern halt einfach unvoreingenommen ranzugehen, ohne Erwartungen, weil dann kann es nur besser werden, oder? Also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich versuche einfach immer jedem Buch unvoreingenommen zu begegnen, ohne zu hoch gesteckte Erwartungen, sag ich mal. Aber auf dieses Buch freue ich mich schon riesig. Das war ein totales Wunschbuch. Und zwar Wie Träume im Sommerwind von Katharina Herzog. Ich liebe die Bücher dieser Autorin und ich weiß wirklich nicht, warum ich dieses Buch noch nicht gelesen habe. Es ist einer ihrer, ja, Sommerromane. Ich habe die anderen alle gelesen, verschlungen und geliebt. Und ich freue mich drauf, diesen jetzt hier auch bald zu lesen. Es ist, ja, wieder ein Sommerbuch. Es geht von der Ostsee nach Südengland. Es geht um eine große Liebe und ein Geheimnis. Und ja, das klingt nach meinem perfekten Sommerroman. Ich freue mich schon sehr drauf auf dieses Buch und das musste ich unbedingt haben, als ich es auf den Stapeln dort gesehen habe. Dann kommt dieses Buch neu dazu und zwar von Nora Welling, Late Night, Unterhain. Das ist ein Titel von Bastei Lübbe. Ich denke, so ein typischer Romance-Titel. Es ist der erste Band einer Dilogie. Ich habe noch nicht so viel davon gesehen, aber naja, ich stehe auf Typen im Anzug. Deshalb dachte ich, okay, das kann bestimmt passen. Wenn ihr das schon gelesen habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dann, ich muss hier mal den Stapel ein bisschen sortieren. Das wird langsam echt schwer auf dem Arm. Dann ist auch von Nora Welling, Alles, was du mir versprichst, eingezogen. Es geht um Ramon und es ist der dritte Band einer Trilogie. Dann will ich vielleicht gar nicht spoilern. Ich muss sagen, das Cover spricht mich hier gleich total an auf Anhieb. Also damit hat Lübbe auch wieder meinen Geschmack getroffen. Wie gesagt, ich kenne die Autorin noch gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Deshalb lasse ich mich überraschen. Dann war von Claire Steele Der Ort der verlorenen Herzen im Paket. Es geht um unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach Liebe. Und es geht um Weihnachten. Anouk hat wenig Grund, sich auf Weihnachten zu freuen. Okay, dann denke ich mal, werde ich das wahrscheinlich nicht im Sommer lesen. Ich weiß gar nicht, so weihnachtlich sieht das Cover eigentlich gar nicht aus. Oder was sagt ihr? Also okay, rot-grün. Aber ja, schauen wir uns mal an. Ich kenne bisher weder die Autorin noch den Titel. Aber das nächste Buch, ich sehe das Cover, darauf habe ich mich schon gefreut. Oh mein Gott, das hatte ich auch mal in einem meiner Was erscheint demnächst Videos vorgestellt. Und zwar ist es von Anne Herz bis ans Ende aller Fragen. Und Anne Herz habe ich, boah, wie lange ist das her? Bestimmt auch 10, 12 Jahre. Also das war ganz zu Beginn meiner Karriere als Bloggerin, habe ich die Bücher von Anne Herz geliebt, verschlungen, eins nach dem anderen. Also ich konnte es immer kaum erwarten, dass Anne Herz ein neues Buch veröffentlicht. Ihr müsst wissen, Anne Herz ist das Pseudonym zweier Schwestern. Und das ist einfach total cool. Also ich muss sagen, ich habe diese Bücher früher geliebt. Ich habe die echt, also das waren so meine Bücher, total mein Ding. Aber irgendwie hat Anne Herz dann aufgehört zu schreiben, aus verschiedenen Gründen. Die Schwestern haben einzeln einige Bücher geschrieben. Aber jetzt nach, keine Ahnung wie vielen Jahren, ohne gemeinsames Buch, ist dieses hier erschienen. Das steht auch schon seit einer ganzen Weile auf meiner Wunschliste. Und ja, ich freue mich jetzt so sehr, dass es da ist. Und ich werde es ganz, ganz bald lesen. Damit ist tatsächlich dieser, ich glaube, vierte Stapel, den ich euch vom Überraschungspaket vorgestellt habe, auch erledigt. Und ich habe jetzt noch einen Stapel und den gehe ich mal ganz schnell holen. Der letzte Stapel will noch vorgestellt werden. Und zwar ist das ein Titel, den ich noch nicht kenne, der mir nichts sagt, von Annika Bär, Am Horizont das Meer. Das reimt sich sogar. Ich würde sagen, es geht um das Meer. Es ist die Suche nach der eigenen Vergangenheit. Und sie führt Sophia an die malerische Costa Brava. Seit sie denken kann, träumt Sophia vom Meer. Und ja, sie weiß aber nicht, woher das kommt. Und ihre Großmutter weicht ihr immer aus. Und erst nach deren Tod findet sie eine Kiste mit Briefen aus einem Fischerdorf an der Costa Brava.
Genau, und sie folgt dann diesen Briefen quasi auf der Suche nach der eigenen Vergangenheit nach Spanien. Und das klingt doch wie so ein Sommerroman. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es lesend werde. Es war eines der Überraschungsbücher und ja, es sind sehr viele Bücher jetzt. Also mal schauen, vielleicht ist das auch einer der Titel, die ich verschenken werde. Mal schauen. Jedenfalls, dann stand noch auf meiner Wunschliste auch schon seit einer ganzen Weile, was wir sehen, wenn wir lieben, von Christina Moninger. Das ist ein Buch, da geht es um Theresa. Sie hat sich gerade von Henry verabschiedet. Da wacht sie nach einem schweren Sturz im Krankenhaus auf und hat ihr Gedächtnis verloren. 5 Jahre sollen seit dem Date mit Henry vergangen sein, doch Theresa erinnert sich an nichts. Und ja, sie muss jetzt erst wieder Chaos in ihr Leben bringen und auch Henry wiederfinden. Ich fand diese Idee total cool. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich dieses Buch auf die Wunschliste gesetzt habe. Jedenfalls ist es da, glaube ich, sehr weit nach unten gerutscht. Aber als ich das Cover dann gesehen habe, dachte ich so, da klingelt was bei mir. Das, das wünsche ich mir mal. Dann ist eine gesamte Trilogie bei mir eingezogen. Und zwar Highland Hope. In seinen 3 Bänden. Das ist der 3., 1. und 2. Band der Highland Hope-Reihe und ich weiß gar nicht, wo das genau spielt, in Kirkby. Und ja, ich will jetzt hier, glaube ich, nicht alles einzeln vorlesen, aber ihr könnt euch ja wahrscheinlich anhand der Cover denken, wohin es geht. Dass es so eine Love and Landscape Romance ist, würde ich mal schätzen. Und passt auf jeden Fall optisch zusammen, spricht mich optisch auch sehr an. Ich glaube, muss ich mal reinlesen, ob das meinen Geschmack trifft. Das war auch eine Überraschungstrilogie quasi in der Box. Ja, und dann war das tatsächlich schon der gesamte Stapel. Also mit den letzten 3 Büchern war es erledigt. Das ging jetzt doch relativ fix, würde ich sagen. So, dieses Video ist jetzt ein bisschen länger geworden. Das waren alle meine Neuzugänge im April. Durch das Überraschungspäckchen, wie gesagt, ist es doch ein bisschen mehr geworden und ich bin sehr froh, dass ich vorher so viel aussortiert habe, denn sonst würden all diese Bücher überhaupt gar keinen Platz im Bücherregal finden. Jedenfalls schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr einen dieser Titel, die ich euch vorgestellt habe, jetzt auch schon kennt. Wenn ihr da schon was gelesen habt, dann sagt mir gerne mal, soll ich das vorziehen, soll ich mir das mal genauer angucken oder kann ich das vielleicht auch eher weglegen? Da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung und vielleicht auch auf eure Tipps und eure Unterstützung. Genau, und dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe nämlich, dass der Mai nicht so sehr explodiert. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Und wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin Ramona von Kielfeder und ihr findet mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Ich habe auch einen Buchblog, auf dem ich viele buchige Artikel veröffentliche. Ja, und ich freue mich natürlich immer, wenn wir uns auch abseits von YouTube wiedersehen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis bald.